Ein herzliches Hallo, Servus und willkommen zurück zum nächsten Teil unserer Fallout 4 Reise durch das Commonwealth 200 Jahre nach dem Atomkrieg. In der letzten Episode haben wir versucht, in dieser Four Leaf Factory oder was das ist, haben wir versucht, das Chemlabor zu finden. Sie haben aber das Rätsel nicht geschafft und ich habe in der Zwischenzeit mal im Internet geschaut und leider ist es verbuggt. Das Problem haben einige, dass dadurch diese Fallen nicht mehr auszulösen gehen, also diese Laserstrahlen. Viele haben geschrieben, sie hoffen, dass durch ein bisschen Spielzeit sich das wieder gibt und dann dafür, dass sich das Ganze doch noch resettet. Pistole auch treff. Haha, geil. So. Jetzt wird uns das Ganze hier wieder angezeigt, aber ja, es bringt nichts. Wir können die Mission hier jetzt nicht durchführen. Deshalb werde ich jetzt mal meinen Weg weiter runter nach Vault-Tec, nach Vault 88 fortsetzen. Und versuchen, dass wir dann da hier die Mission kriegen, dass wir hier weiterkommen. Was ist denn das? Mülleimer mit drei Patronen. Ich mal kurz nach dem Stream gucken. Irgendwie, ne, die Qualität ist gut. Ich merke schon wieder, dass alles ein bisschen schwammig ist beim Bewegen. Wenn ihr auf dem Handy schaut oder auf dem Tablet, habe ich gesehen, solle das, denke ich, keine großen Probleme machen. Ich habe allerdings so einen großen Monitor vom PC. Sieht man ab und zu beim Bewegen diese Pixel. Das liegt daran, dass ich mit der Xbox-App auf den PC streame. Und von da aus aufnehme, weil ich habe keine Capture Card. Bisher hat es ja immer funktioniert, wenn ich es gemacht habe. Und ja, ich denke auch, es sollte weiterhin funktionieren. Aber ab und zu muss ich da ein bisschen mit Qualität aufpassen. Wenn die Internetverbindung mal am Tag nicht so doll ist, dann nicht ganz so leicht aufzunehmen manchmal. Aber es ist marginal. Also ich bin so zufrieden, wie es ist und bisher kamen noch keine großen Beschwerden dazu. Also warum... Ich mache mich nicht verrückt deswegen. Ich wollte es nur mal sagen. Also ich weiß davon. Ich weiß, dass es manchmal ein bisschen hakt. Wer schießt denn da auf mich? Rust Devil. Und Mr. Handy Zermalmer. Hey, was ist denn hier los? Habe ich doch gar nichts getan. Rust Devils habe ich auch noch nicht gesehen. Wo kommen die denn? Hatte ich mit denen schon mal zu tun? Aber also seitdem wir das Let's Play machen, haben wir sie nicht gehabt. Die Rust Devils. Jetzt mal, das sind einfach nur ein paar stärkere Raider oder sowas. Wie die Gunner.
So, hier ist noch einer. Um mal ein bisschen den Kopf zu schießen. Okay, das wird nix. Oh, noch die Schrotflinte. Oh, der ist stark. Ach, das ist ein Raider Ödländer. Nee, das ist ein West Devil. Wieso ist denn der so stark? Einer war noch gerade nicht so stark. Nein, lass sie nicht los. Die sind echt nicht ohne hier, die Rust Devils. Und die Horsecrats dabei. Oh, wir tragen zu viel. Scheiße. Bin ich jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Oh, wie sie sich beide hinterm Baum verstecken. Total süß. Oh, das war ein Scheißschuss. Was ist denn noch mehr? Jetzt habe ich gleich ein Problem. Jetzt habe ich gleich ein großes Problem. Da nehme ich jetzt mal Mad X, dass wir mehr Leben haben. Und Kellogg's Pistole. So. Was haben denn die alle für ein Problem? Ich habe euch doch nichts getan. Warum greift ihr mich alle an? Ich habe euch nichts getan. Ich wollte nur hier entlang laufen. So. Wir sind 2 Kilo zu schwer. Der Scheiß wiegt eh zu viel. So. Ich würde mal sagen, wir machen mal einen kurzen Abstecher nach Diamond City schnell. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich jetzt gerade auf dem Weg dahin noch keinen großen... ich hätte einfach noch einen Wegpunkt einnehmen sollen. So, da sind wir in Diamond City. Ein paar Sachen verkaufen. Also diese Rust Devils waren jetzt echt nicht ohne, gell? Also das muss man sagen, die waren gar nicht mal so übel. Du brauchst was zum Schutz, so wie jeder andere auch. Klar, ich schau's mir an. Nimm sie ruhig auch mal in die Hand. Waffenerlöser Kyrogranate. Die würde ich mal mitnehmen. Die Minigun verkaufen wir. Minen auch, das brauche ich nicht. Brauchen wir auch nicht. Die Scharfschützengewehre brauchen wir auch nicht. Wieso hast du nur so wenig Kohle, Junge?
Kann nicht sein, dass sie nur so wenig Kohle hat. Na gut, da habe ich auch schon wieder so viel dabei. Ich möchte aber eigentlich nicht drauf zahlen müssen. Ich würde mir hier noch 10 mm Patronen mitnehmen. Und 44er Patronen, das müssten die für Kellogg sein. So, jetzt hoffe ich, dass ich die richtigen Patronen gekauft habe. So, dann schauen wir mal kurz. Ich weiß ja schon eine Weile weg. 8 Personen. 12. In Sanctuary haben wir Zuwachs bekommen. So, Werkstatt. Gesamten Schrott lagern. Und dann noch das Wasser. Und noch auch noch irgendwelche Fleisch von irgendwelchen Tieren. Hier Red Skorpionenfleisch. Genau. Ja, 146, da haben wir jetzt wieder genügend Platz eigentlich. So, jetzt bin ich natürlich wieder auf Abwägen und gucke erstmal hier rein. Wir haben nämlich nur noch 11 Weizen. Essen. Karotte. Kriegt noch ein paar Karottchen hierher. Hoffentlich reicht es. 12 essen. Ja, jeder kann, glaube ich, 6 von denen. Müssten wir dann bald mal noch ein Essen zuweisen. Bist du von Marcy? Ja. Bin dich auch. Den haben wir zugewiesen, gell? Dem Verkaufsstand, genau. Na, ist doch schön. Otto Piper. So, Sheffield. Okay, dann können wir jetzt eigentlich wieder zurück zu unserem Vault, auf den Weg nach zum Vault. Wir könnten jetzt von dem, ich glaube, wir gehen von diesem Krankenhaus am besten aus. Sollte uns eigentlich am besten in die Nähe des Vaults bringen. Ja, mich ärgert es mit dem Camelot-Depot ein bisschen, dass das so verbuggt ist. Also irgendwann muss es sich hoffentlich auch zurücksetzen. Ich hoffe, dass irgendwann mal irgendwas triggert, sodass wir dann doch in das Camelot-Depot kommen. Ist sonst ein bisschen schade. Die Supermutanten, lasse ich da jetzt mal Supermutanten sein. Ah, eine Schule. Darin gibt es bestimmt auch Supermutanten, so wie das hier aussah. Aber wenn man das sich mal anguckt, mit den Fleischsäcken und dem Holz. Auch mal schön im Regenwasser. Wenigstens nicht so verstrahlt. Was haben wir da? Raider-Abschaum. Erwischt.
habe mich aber nicht gesehen, denn ich bin zu weit weg. Ist traurig, gell? Na gut, machen wir einen Nahkampf, ja? Ah. War noch so ein scheiß Geschützturm. Jetzt hackt wieder alles. Das liegt nicht an meinem Stream. Es ruckelt wieder. Das heißt, ich werde wahrscheinlich wieder nicht ewig aufnehmen können. Wenn es so arg ruckelt, ist auch nervig. Gerade sage ich es noch, es ist verwaschen und dann fängt es schon zu ruckeln an. Ich habe bloß nichts dazu gesagt. Natürlich auch das Spiel sein. Der Hund schwimmt da fröhlich. Ach, was hier los ist, ey. Aber was ist da los? Überall solche Vögel. Lauter so Spinner. Oh, hier ist auch noch ein Gunner mit einem... Raketenwerfer, das gefällt mir gar nicht. Okay, der ist ausgeschalten. Alter. Also ich glaube, mit der Waffe kommen wir bald nicht mehr so weit. Oh, Granate! Kleiner Penis, du. Schmeißt du einfach mit Granaten nach mir? Ich fass es nicht. Ist doch unerhört sowas, oder? Er kann einfach mit einer Granate nach uns schmeißen. Boah, hallo? Boah, hast du mich jetzt erschreckt? Ricky Dalton. Keine Ahnung, wer Ricky Dalton. Oh! Was war das? Na, wenigstens ist es Ruhe, ha? Huh? Wollen Arsch offen hier mit einer Atombombe rumzuschmeißen. Oh, 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 oh. Da war der Stream kurz weg, glaube ich. Sprichst du jetzt auch mit mir? Entschuldigung? Was zum Teufel machst du hier oben? Was muss ich tun, um allein sein zu können? Kannst du. Entschuldige. Bin schon weg. Ja, so einfach ist es. So, bin ich weg. Achso, der Birdie Bird ist abgestürzt, ja? Da ist eine Splittermine, da ist ein Raider-Ödländer. Um.
Der sieht mich nicht aus der Entfernung. Aha, geil. Wir müssen in die Richtung. Kann ich den auch leben lassen? Vorerst. Bis wir das nächste Mal wiederkommen. Wir kommen bestimmt wieder. Das habe ich im Blut. Das ist so neblig. Oh, wir sind schon fast da. Verstrahlt hier. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Okay. Eine Bruderschaft scheint wohl sehr stark vertreten zu sein hier. Raider Abenteurer. Alter, lass mal meinen Hund in Ruhe. Alter, sind da viele. Oh, ein Ritter der Bruderschaft. Cool. So, jetzt werde ich schon wieder angeschossen. Wo? Wo? Er schießt mich hier an. Alter, hier leiden wir ganz schön an Strahlenschaden, ja? Machen wir so ein Red X ein, bis man ein bisschen aufhört. Oh, da ist auch noch ein Turm. Und ich bin so gut wie tot. Dogmeat hat was gefunden. Oh, 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 das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Okay, der ist hin. Oh, jetzt verkackt der Stream. Ich krieg's kotzen. Hallo. Jetzt. Oh, jetzt schieße ich was auf die Ritter. Genau, da schießen drei Leute auf dich und du greifst mich an. Macht natürlich Sinn. Ich weiß, dass ich am gefährlichsten bin von allen. Magst du vielleicht jetzt mal aufhören mit dem Scheiß? Mann, du. Noch einer.
So, hast jetzt genug? Ihr wollt mich doch verarschen! Mann, 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 Mann. Keine Zeit, bin im Dienst. Alles klar. Entschuldigung. Hier müssen ja noch mehr sein irgendwo. Boah, bin ich jetzt erschrocken, also eine Schaufensterpuppe. Habe ich denn noch irgendwas zum Schmeißen, außer die Kühe? Ich habe auch keine Molotovs-Cocktails mehr. Ist doch scheiße, warum habe ich denn nichts mehr? Tschüss. Entdeckt Vault 88. Genau. Hier am besten in die Suppe. Finde ich auch keine schlechte Idee. So, und wo ist jetzt der Eingang zu diesem Vault? Das wär's. Baseball Base. Jetzt halten wir das irgendwo hier an. Ah, da kommen wir rein. Sind da noch mehr? Deswegen gehen die in das radioaktiv verseuchte Wasser. Die sind Ghoul Raider. Die sind Ghule. Krass. Krass, krass. So. Level up. Bleimagen, stille Haut. Was haben wir hier noch Schönes? Medikamentenresistent. Dein Hundefreund kann Feinwerfer halten, wodurch die Trefferschuss im Wetz erhältst. Das kannst du ver. Ah, deine Aktionspunkte regenerieren um 25% schneller. Müssen wir hier eigentlich oben hier das alles mal ausbauen. So 3, 4, 5. Wir machen einfach mal hier eins Stärke drauf. So, jetzt gehen wir wieder runter. Und schauen uns mal den Vault an.
Vault 88. Sofort auf. Die Vault-Türen können einem direkten atomaren Treffer widerstehen. Eure Versuche, in diese Anlage einzudringen, sind lächerlich. Verschwindet sofort, oder ihr werdet es bereuen. Immer junge Dame. So. Das war's mit euch. Haben wir es geschafft bis zum Vault 88. Ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf uns. Und in der nächsten Episode gehen wir nämlich rein. Ich mache erstmal eine kurze Folgenpause, denn der Stream hackelt. Ich warte mal ein paar Minuten, vielleicht geht's wieder besser. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zur nächsten Episode und tschüss.